So, ich bin wieder da. Ist schon wieder was zu sehen. Ich habe auf jeden Fall einmal kurz recherchiert zu Carmen. Und Carmen ist entweder in der Whipping Post Bar in San Mona. Sehr schön. Okay. Ich hoffe, es klappt jetzt. Oder in Albertus Bar in San Mona. Oder in Herve's Bar in Drusen oder in Pete's Bar in Drusen. Da waren wir gerade eben, bis es wieder rumgebackt hat. Oder in der Commercial Zone Bar in Cambria. Da kann ich natürlich auch einfach mal hinschauen. Habe ich wieder keinen Ton. Irgendwas stimmt nicht. Mein Rechner spinnt. Jetzt ist der Ton da. Das war jetzt vielleicht, weil es noch im Startvorgang war. Okay. Ja, keine Ahnung, ob das jetzt klappt. Ich versuch's nochmal. Irgendwas ist aber komisch. Hat gerade wieder gehackt. Also nochmal. Also C5 ist der Sektor hier oder C6 der. Da fliegt ja der Helikopter eh lang. Dann wäre G9. Das ist die Bar hier. Da habe ich Leute, die könnten da auch gucken, ob er da gerade ist. Und dann halt Drassen. Kommt erst die Meldung, dass ich wieder live bin. Okay. Ja. Den Seinen gibt's der Herr im Schlaf. So, also er ist da. Dann brauche ich die Köpfe und Platz bei Gumpy. Das Bier kann ich ja tatsächlich auch in den Laster laden. Da ist ja was frei geworden. Die Steine. Steintransporter. Okay, so. Verstanden. Rüberlaufen. Bin am Drehort, bereit für die nächste Szene. Yeah, Skyrider hier. Ja, was haben Sie mit meinem Vogel vor? Über San Mona fliegt er eh. Ich flieg halt ein bisschen anders. Alles Roger, Cap. So, wenn ich da oben bin. Ist echt schnell, der Helikopter. Der ist echt schnell. Also C5, das Whipping Post Bar, das müsste
Ich bin da, Cap. Die Bar von Frank sein. Nee, falscher Sektor. Yeah, Skyrider hier. Ja, was haben Sie mit meiner Vogel vor? Gar nix. Ja? So, das, genau, da steht auch Whipping Post dran. Jawohl! Hier ist niemand. Na, wieder da? Wenn du Carmen suchst, den hast du gerade verpasst. Er ist auf dem Weg nach Drassen. Auf dem Weg nach Drassen. Ich weiß nicht, ob er zwischendurch noch Zeit braucht, bis er da ist. Also Frank sagt, er ist in Drassen. Und Schwester Jenny sagt das auch. Aber ich war dort in beiden Bars. Yeah, Skyrider hier. Ja, was haben Sie mit meiner Vogel vor? Alles Roger, Cap. Ich bin da, Cap. Yeah, Skyrider hier. Ja, was haben Sie mit meiner Vogel vor? Nee, ich will weder das eine noch das andere. Yeah, Skyrider hier. Ja, was haben Sie mit meiner Vogel vor? Nur den Sektor auswählen. Was? Jetzt habe ich den da vergessen. Ach, ey, das ist... Ja, das ist alles nur wegen diesen Problemen hier, wegen der Fehler. Toll. Können wir hier wieder an der Stelle... zum x-ten Mal hier hin und her räumen. Sorry. Das ist nervig. So. Verstanden. Bin am Drehort. Bereit für die nächste Szene. Yeah, Skyrider hier. Ja, was haben Sie mit meiner Vogel vor? Alles Roger, Cap. Ich jetzt trotzdem nochmal dahin. Ich bin da, Cap. Weil ich mir echt nicht sicher bin, was das soll. Also vielleicht braucht er tatsächlich auch eine Weile, bis er da ist. Und vielleicht ist er jetzt auch wirklich auf dem Weg nach Drassen? Ja. Und ist dann vielleicht am Tage da? Ich weiß es nicht. Na, wieder da? Wenn du Carmen suchst? Okay, er sagt, er ist auf dem Weg nach Drassen. So, ich gehe jetzt trotzdem nochmal in die Bar hier nebenan. Bin am Drehort. Bereit für die nächste Szene. Vielleicht ist er ja tatsächlich nur am Tag da. Und vielleicht ist er dann... Ja? Morgen so ab 10 da. Hm. Speichern dauert auch ewig.
Das ist das Wasserloch. Watering Hole. Hola, schön, dass Sie vorbeischauen. Das Wasserloch, geil. Jawohl! Beeilen Sie sich, Cap! Der Treibstoff brennt! Bin am Drehort, bereit für die nächste Szene. Genau, der will mit seinem... Skyrider hier. Ja, was haben Sie mit meinem Vogel vor? Alles Roger, Cap. Er will mit seinem Heli immer am Flughafen sein. Wenn er da nicht am Flughafen ist, dann fängt er an zu nerven. Ich bin da, Cap. So. Verstanden. Was ich jetzt machen kann, ist ja mit Larry, der ja jetzt in dieser hier noch gar nicht nachgefragt hat, nochmal zu Bin am Drehort. Schwester Jenny bereit gehen. Für die nächste Szene. Ja? Und mich quasi doppelt versichern. Jawohl! Dass sie auch sagt, der ist in Drossen. Oder auf dem Weg nach Drossen. Ja, dann würde ich jetzt warten bis morgen. So, hier ist er schon mal Verstanden. Nicht. Hier ist eine Hearth. Aber es ist auch Verstanden. Nacht, also ich weiß nicht. Ich bin angekommen, Mann. So. Bei Larry ist ja eh besser, dass er nicht in dem Sektor ist. Und da werde ich gefragt, warum ich Drogen genommen habe. Wo die Bar ist? Ich dachte schon, wir würden sie wiedersehen. Da war so ein düster aussehender Mann, der behauptet hat, sie zu kennen. Er sagte, wenn sie Zeit hätten, würden sie ihn in San Mona finden. Er hat nicht genau gesagt, wo dort. Kann doch nicht wahr sein, ey. Ich fühle mich komplett verarscht vom Spiel. Und vom Rechner. Inhaltetaktik. Du bleibst hier. Ja, was soll ich jetzt machen? Was soll ich jetzt machen? Ich habe keine Ahnung. Die sagen mir immer, der ist woanders. Sie sagen mir ständig, er ist woanders. Er ist nicht hier. Er ist immer woanders. Bin ich jetzt Pater Walker? Ich kann hier Pater Walker fragen. Der sagt mir wahrscheinlich jetzt, der ist in Cambria. Er ist immer da, wo ich gerade nicht gucke. Bin am Drehort. Bereit für die nächste Szene. Ja, es gibt ihn, es gibt ihn. Ich habe ja schon von ihm den Auftrag bekommen, die Wo ist denn Pater Walker? Ist der in der Bar? Pater Walker, was machst du denn? Was machst du denn in der Bar? Falls du in der Bar bist. Er ist auf jeden Fall nicht in der Kirche. Ich habe ja schon den Auftrag bekommen von ihm. Und jemand nicht den Auftrag bekommt, da kriegt man ja die Diskette und die Daten, die man dann... Oder Walker ist auch nicht hier.
Wo ist denn Pater Walker? Pater Walker ist auch weg. Ist mir jetzt egal. Ich mache jetzt Folgendes. Die üben jetzt hier alle ein bisschen. Machen jetzt hier alle ein bisschen Übungen und ich warte auf den Tag. Und dann frage ich nochmal. Ich kann auch mit Pablo fragen. Der ist ja eh da. Kann ich parallel fragen? Alle drei, die mir die Positionen von Carmen sagen. Mal gucken, ob die sich dann einig sind, wo der ist. Und ob der tatsächlich da ist. Ich bin soweit. Inzwischen. Wieder auf den Sack. Elliot, gut, dass Sie da sind. Ich habe das Gefühl, dass Sie vergessen haben, mir etwas zu sagen. Eure Hoheit? Ja, wann ist der neue Hubschrauber angekommen? Und wie viel hat er mich gekostet? Eure Hoheit, es ist nicht unser Hubschrauber. Wie bitte? Wie es scheint, haben die Rebellen einen Herrn James Bullock engagiert. Oder Skyrider, wie er genannt wird. Klingt irgendwie nicht schlechter Name. Elliot, Sie Schwachkopf. Warum haben Sie das nicht gleich gesagt? Wissen Sie, was das bedeutet? Dass Sie einfach überall einfallen können. Ich will, dass dieser Hubschrauber abgeschossen wird. Und Bullock mit ihm. Wie Ihr befehlt, Eure Hoheit. Also seinen Zustand haben Sie treu dargestellt. Also er ist jetzt nicht wieder leichter verletzt. Weil ich hätte ja schon viel früher mit dem Helikopter fliegen können. Bin ich aber nicht. Okay. Nochmal eine Schlafpause hier mit allen. Außer mit Mad Dog und Biff. Gibt's Post um 8. Frische Post eingetroffen. Ah. Okay. Die Ware ist da. Hätte ich vielleicht doch ein bisschen mehr Zeit geben können der Lieferung. Ich mach mal, bevor Tony seine Bestellung oder seinen Waren erneuert, quatsche ich ihn mal an. Ja. Zeig mir, woran du Interesse hast. Gucken, was er hat. Eine Colt hat er zum Beispiel. Aber die ist halt auch nicht so gut. Schon gut. Lass dir Zeit. Ja, ich glaube, du hast diesmal. Das ist, glaube ich, das gute Zielfernrohr. Aber ich habe jetzt. Sind jetzt eigentlich alle soweit versorgt mit Zielfernrohren. Erstmal. Glaube ich. Nö, dann habe ich. Davon möchte ich nichts haben. Vielleicht nächstes Mal. Genau. Pistolen kann ich nochmal angucken. Zeig mir, woran du Interesse hast. Okay. Okay. Die sind auch nicht Vielleicht besser. Vielleicht nächstes Mal. Die sind auch nicht besser. 13 Reichweite ist schon. Pro. Gut, bis 10 noch.
G8. G8, da sind doch welche von mir. Feind ausgemacht. Bereit halten. Sechs Feinde, 32 Milizen. Okay, naja gut, das schaffen wir, glaube ich, noch. Aber danach ist zu Ende. So, meine Nerven flattern. Ich spüre... Warum hat sie das nicht laut gesagt? Irgendwas spürt sie. So, schon geht's los. Das sind Elite-Gegner. Das ist natürlich ein... Macht's natürlich ein bisschen besonders. Da schaffen wir das vielleicht dann doch heute nicht mehr. Mal gucken. Wobei es natürlich schön ist, wenn man in jedem... an jedem Tag irgendwie einen Kampf hat. Aber sie... legen schon mal ordentlich los. Ja, muss ich möglicherweise zwischendurch speichern und dann da an der Stelle weiterspielen. Wir haben auch eine Elite-Miliz, die dunkelblaue dort. Dauert auch schon einfach recht lange, dass die Milizen sich bewegen. Okay, dann... Kann er eigentlich nur auf dem Boden liegen? Grizzly ist ja... derjenige, der hier nichts auf die Reihe kriegt bisher. So. So. Die sind hier irgendwo. Ich kann... Ah, hier ist er. Natürlich gut, wenn ich hier aufs Dach kommen würde. Denke ich. Ich glaube nicht, dass die mich da schon sehen. Okay. Renne ich einfach mal hier runter. Ja. Den beiden. Viele Gegner sind es nicht. Aber die, die es sind, die treffen. Treffen auch. Wahrscheinlich alles 8 Elite. Könnte ich mir vorstellen. Und ich muss nochmal im Überblick gucken, nicht, dass da noch Verstärkung dazukommt. Das kann natürlich auch passieren. Den mal kurz was holen. Okay, sie haben sich fertig bewegt. Rucksack. Rucksack, richtig. Danke dir, Thürerwall. Hast du gut gesehen.
Deswegen ist er auch so langsam im Vergleich zu Fox. Ja. Ich meine, er ist eh langsamer, weil er weniger Beweglichkeit hat, aber das war deutlich langsamer. Hey, super. Okay, krass. Oh, der ist auch hinüber. Aber die schiere Masse, denke ich, hilft. Ja. Ja, genau. Sag den anderen mal Bescheid, die sollen da hinterm Zaun vorkommen. Schon echt einige quatschige Wege teilweise. Okay. So, hier kommt sie noch rüber. Machen wir das. Ich glaube nicht, dass ich das unbedingt sehen musste. Ja. Das du auch nicht unbedingt sehen. Wenn wir ja hier hinter, dann ist er schon in Deckung. Nicht schlecht. Was macht sie da? Sie tötet sich. Telefoniert auch noch mal ein bisschen. Ja. Steht da ganz super. Haben sich nicht mal bewegt. Okay. Bin bereit? Dann müssen wir mal. Ich glaube, hierher rufen ist, glaube ich, eine ganz gute Idee. Dann sage ich den Milizen mal alle. Ja, eigentlich müsste ich die einzeln ansprechen, aber gut. Geht schwierig. Alle an meine Position. Okay. So ungefähr habe ich mir das vorgestellt. Ja. So. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 von 8 sehe ich. Ne, 6 von 9 anscheinend. Einmal Post gab es auch noch. Und zwar Speck hat neues Personal anzubieten. Schauen wir doch gleich mal rein. Mitten im Kampf. Willkommen bei MERC. Wir bieten Ihnen Qualität und bezahlbare, bestens trainierte Freelance-Söldner. Wir sind die neue Truppe für Ihre neue Truppe. Womit kann ich Ihnen denn heute dienen? Ich freue mich, Ihnen mitteilen zu können, dass wir nicht zuletzt aufgrund der aktiven Unterstützung von MERC in der Lage sind. Okay, sagt nichts Spezielles. Ich danke Ihnen vielmals. Wenn man wartet, sagt ihr vielleicht was zum neuen. Der hat doch gar keinen neuen. Oder war Baba vorher noch nicht da? Okay, die sind auch bewegt. Bin bereit? Ja. Ne, 9 Gegner sind's und hier sind auch sonst keine anderen mehr in direkter Nähe. Das kann natürlich auch sein, weil ich jetzt hier die Milizen nicht mehr hier habe, sehe ich nicht, was ich hier. Ne, was ich hier so versammelt hat. Und da möchte auch ein Trupp noch angreifen.
Okay, dann. Runde vorbei. Dürfen Sie da wieder Milizen töten? Oh, treffen nicht. Komm, trifft euch eure eigenen Leute. Yes. Okay, schade. Ich stehe da wirklich unfassbar günstig. Und jetzt haben sie schon wieder das Kommando vergessen, dass sie kommen sollten. Was machen die? Bin bereit? Okay, dann nehmen wir am besten gleich mal genug AP, okay. Dann nicht in dieser Runde. Dann ist es schon wieder vorbei. Jeder Schuss sitzt. Oder fast jeder. Okay, jetzt kommt er endlich mal näher. Was macht der Rothaarige da? Nur telefonieren und die stehen einfach alle komplett falsch und halten sich aus dem Kampf raus. Weil ich gesagt habe, an meine Position vielleicht? Das könnte sein. Bin bereit. Soll ich Ihnen jetzt noch sagen, angreifen? Kam das jetzt an? Und es hat's AP verbraucht. Was ist denn jetzt schon wieder? Ich glaube, ich habe ein bisschen daneben geklickt. Ja, es ist ja hier ganz nah. Daneben geklickt. Ich glaube, der Rechner hat sich jetzt wieder gefangen. Trotzdem. Ja. Ich hoffe, die werden hier oben nicht gesehen. Ich könnte den da hinten eine Granate hinschießen. Mit den verbleibenden Aktionspunkten. Mach ich mal. Ja, das hat doch ganz gut funktioniert, würde ich sagen. Auch Aktionspunkte habe ich jetzt keine. Okay, es geht los. Okay, jetzt sieht er ihn auch. Da sitzt irgendwie einer und macht ständig Dauerfeuer. Glaube ich, zwei von den Elite-Milizen erwischt. Ja, es war mein Fehler. Sie sind alle an meine Position, hat sie zwar zu mir gebracht, aber dann nicht mehr angreifen lassen. Müssen schon noch mitmachen. Es wird schwer. Also, noch schwerer. Ja, wobei.
ganz viel Kanonenfutter. Ja. So, Grizzly, du hattest doch den da gesehen. Jetzt siehst du ihn nicht mehr? Doch. Dann. Grizzly trifft mal. Bin bereit? Die Gelegenheit wollte ich mir jetzt nicht entgehen lassen, dass Grizzly mal trifft. Ist das noch in Reichweite? Nicht wirklich, aber... Das ist Fox. Sehr gut, Fox. Es ist Fox mit ihrem Superskill. Gut, den haben wir aus dem Rennen genommen. Den anderen geht's immer noch super. Stark sind die. Scharfschütze schießt. Dem geht's schon schlecht. Okay, gute Arbeit. Unnötig, aber okay. Oh, der war schön. Genau, der eine, den hatte ich ja mit der Granate erwischt, deshalb war der schon so stark verletzt. Und ist schon schlecht. Geh einfach dahin, ohne zu schießen. Bin bereit? Okay, gut. Jetzt haben wir schon ganz gut. Sehen wir schon ganz gut was? 1, 2, 3, 4, 5. Dem geht's schon nicht mehr gut. Den auch nicht, weil er so oft von Milizen getroffen wurde. Einer ist tot. Ah, die Anzeige ist falsch, weil es so voller Milizen ist. Okay. Gut, ist nicht so schlimm. Verflixt. Ich sehe sogar was. Aber die dann nicht, ja? Okay, schade. Okay, dann mal im Stehen. Die können wir den hier... Leider nicht. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Das sind, glaube ich, alle. Ja. Ja, irgendwie hast du getroffen. Zwar jemand anderen, aber kann man dir dieses Mal gar nicht böse sein. Okay, kann ich noch nachladen mit den AP? Reicht nicht. Schade. Halt bitter, dass die immer treffen, ne? Hat auch getroffen. Nur nicht den, den er sollte. Ein weiterer ist aus dem Rennen. Oh, sehr gut. Jetzt tatsächlich etwas zu sehr auf einem Haufen. Verdammt. Na gut.
mich jetzt einfach auf sie und vielleicht treffe ich ja irgendjemand dahinter. Oh. Okay. Diesmal reicht's zum Nachladen. Bin bereit. Sie sieht jetzt im Hocken auch noch wen, aber da kann sie nicht mehr schießen. Das bedeutet eigentlich, dass sie auch gesehen wird. Hallo Samson. Ja, macht ja nichts. Halt mal ein bisschen vor und dann mich hinlegen. Geht's dir gut, Samson? Hat er da gerade einen umgelegt? Kann's leider nicht sehen. Na, auch ein Treffer, der keinen Schaden macht. Zieht ordentlich Aktionspunkte ab. Und so viele, noch mehr. Er ist aber auch der Elite, die Elite-Miliz, die einzige, die ich hab. Bin bereit. Ja, aber so lange mache ich nicht mehr. Ich bin quasi schon fast am Gehen. Tatsächlich, hat den hier auch erledigt. Jetzt sind schon 4 aus dem Rennen. Sehr gut. Genau, wir müssen nämlich bald los. Ja. Jetzt kann ich, jetzt wo sie wieder geladen ist, kann ich hier nochmal eine Granate reinhauen. Ja, vielleicht so in die Mitte. Nicht ganz an der Stelle getroffen, wo es sein sollte, aber gut. Bin bereit. Verflixt. Sieht leider nur ein, weil die anderen auf dem Boden liegen. Ja, genau, VOD. Okay, schade. Nicht so erfolgreich. Jetzt sind sie umzingelt. Die Milizen sind weiterhin sehr mutig. Zerschießen Scheiben. Er trifft sogar mal was. Okay, sie geht nah ran, um mit der Pistole zu schießen. Dann ist sie fertig, dann geht sie noch ein bisschen näher ran. Sehr logisch. In Deckung noch näher ran. Bin bereit. Verflixt. Verflixt. Verflixt im Sinne, wir können nichts machen, außer nachladen. Ja. Der große Nachteil von einem Scharfschützengewehr, dass es so viele Aktionspunkte verbraucht. Okay. Bin bereit. Gehen wir noch. Brauchen wir noch ein bisschen ran. So. Heftig.
Ist halt auch gut gepanzert, ja. Und wenn die da... Ja. Das war der wieder der Elite. Die Elite-Miliz, ne? Wenn die da mit der blauen Munition schießen, dann... Oder Glaser, dann bringt das halt nichts. Das weiß man ja nicht, was die tatsächlich für Munition haben. Bin bereit. Bleib bloß in Deckung, lieber Zivilist. So, der ist noch gesund. Dann werden wir mal auf den gehen. Das ist zu viel des Guten. 61, sehr, wäre okay. Getroffen, der andere hat ihn gedeckt. Ja. Schlecht. Oh, aber er hat getroffen. Ist ja auch schon mal was Besonderes bei Grizzly. Okay, sie wollen fliehen. Dann packen sie das hoffentlich nicht mehr. Schon sehr viele Milizen sehr nah dran, aber... treffen trotzdem nicht wirklich. Gerade durch die Wand auf ihn geschossen. Ja. Sah so aus. Sie sieht nur ihn. Trifft nicht. Und bin bereit. Fox kann in dieser Runde nichts machen. Ja. Ja. Sehr gut. Schießt auf die eigenen Leute, aber die konnten gerade nichts machen. Die hatten keinen Spielzug. Wahrscheinlich, weil sie alle irgendwie... Ja, die wollen gerade fliehen, deshalb wahrscheinlich. Der ist auch hinüber. Der auch. Der steht nicht mehr auf. Die AP sind am Ende. Das war ein bisschen übertrieben. Das hat er sehr gut gemacht. Ich kann mir vorstellen, dass die rapide Reduktion der Milizen in dem einen anderen Kampf auch damit zu tun hatte, dass da sehr, sehr viel Friendly Fire war. Ja. Okay, wie viel haben wir noch? Den und die beiden. Der kommt nicht mehr hoch. Glaube ich nicht, dass der nochmal aufsteht. Ich komme auch ein bisschen näher. Sehr gut. Auf die Wumme kommt es an. Ja. Aber auch auf jemanden, der damit umgehen kann. So, was ist mit dem da? Den will ich eigentlich. Sieht sie ihn nicht? Eigentlich müsste sie ihn sehen. Er versucht weiterhin zu fliehen.
lass doch den das machen. So. Problem gelöst. Lass den nicht entkommen. Ist, glaube ich, der letzte. Neunmal 19 Match-Munition. Aus meinem Vorrat hat er sich einfach gekrallt. Die 9x19er sind ja nicht so wichtig, weil ich die oft nicht brauche. Ich habe die nur aufgehoben, weil das Match-Munition ist. Oder nicht oft brauche. Aber gut. Ja. Dass ich noch welche geklaut. So. Müssen wir uns beeilen. Ihr lauft falsch. Ja, ich weiß, es ist auch fertig. Was machen die? Ja. Ziemliche Grütze machen die. Bin bereit? Ja, ich wollte eigentlich ein bisschen früher aufhören, wie Alex gerade sagte. Toll. Er will uns hier entkommen. Das schafft er auch, so wie es aussieht. Vor allem, weil die Milizen irgendeinen Quatsch machen. Die sammeln sich alle an einer Stelle. Wäre doch besser gewesen, wenn ich Fox und Grizzly schon auf dem Dach platziert hätte. Dann hätten die früher eingreifen können ins Geschehen. Wobei das dann auch gefährlich für sie gewesen wäre. Bin bereit. Es gab ja genügend Ablenkung. Ist doch noch AP. So, sie bleibt stehen, ja. Wegen der gefundenen Gegenstände. Ja, und die werden hier immer noch weiter verletzt, weil die Kampfsituation noch nicht beendet ist. Sie sich dann noch nicht verbinden, sondern erst danach. Und knubbeln alle schön. Aber ich habe nicht genügend AP, wenn ich hinter ihm herrennen will, um ihn vielleicht noch zu kriegen. Hallo DJ Mike Green. Willkommen. Ich hoffe, auch dir geht's gut. Aber es ist gleich vorbei. Bei mir. Wir müssen nämlich gleich los. Vergiss nicht die wir nicht gekriegt haben. Ich versuch. Was liegt denn da? Versuche jetzt nur noch den einen, der hier zu fliehen versucht zu kriegen. Genau, jetzt habe ich ihn gesehen. Und Grizzly macht das, was er am besten kann. Daneben schießen. Ah, Grizzly. Bin bereit. Geht doch. Ja. Okay, da ist einer ohnmächtig geworden von meinen
Milizen. Ich hoffe, die überlebt es noch. Aber jetzt fangen sie auf einmal wieder an zu rennen. Jetzt, wo ich den Gegner gesehen habe, bewegen sie sich wieder. Wobei, vielleicht auch nicht. Sie rennen auf den Versammlungsort. Okay, wie spät haben wir es denn? 15:03. Okay, wir müssen auf jeden Fall los. Ja, Mike, kommst du zu einem ungünstigen Zeitpunkt? Hat Samson auch schon? aber genau, ihr könnt ja gerne das Video on demand gucken, falls ihr möchtet. Es ist am Anfang aber auch gar nicht so viel passiert. Ich habe vor allem so Inventarmanagement gemacht. Das hat dann Thyraval erlebt. Die SM-Weste, okay. Und ich habe... Bin bereit. Ach, vielen Dank, Thyraval. Vielen lieben Dank. Ich renne jetzt einfach mal ran und hoffe, wir können im nächsten Runde dann das erledigen. Und dann hatte ich mit Problemen zu kämpfen. Ist er direkt am Stadtrand. Jetzt muss ich ihn erwischen. Sonst war's das. Danke dir. Danke. Was da der weiße Punkt ist. Kommt da gerade Carmen in die Stadt? Oder steht da ein anderer Zivilist? Ja, wir waren noch auf der Jagd nach Carmen, weil Carmen... Ja. Ja, tatsächlich ist da ein Kind. Ich muss mit dem reden, des Kopfgelds. Bin bereit. Ich stoße, dass der jetzt hinterm Stein ist. Fantastisch. Okay. Gut. Das war der letzte. Wir haben es geschafft. Wir wurden befördert. Das ist auch schön. Ich gucke mir jetzt nicht mehr an, was da gedroppt ist, weil es ist schon so spät. Just in time, naja. Geht so. Eigentlich hätte es schon ein bisschen früher sein sollen. Wo in der Welt ist Carmen Santiago? Ja, genau. Der zum Beispiel. Okay. Dann habe ich jetzt auch gar keine Zeit mehr, um noch nach einem Raid-Ziel zu suchen. Aber vielleicht wollt ihr ja das Video on demand gucken. Und, oder das von Josie. Josie hat ja gestern auch noch gestreamt. Und dann mache ich jetzt direkt Schluss und sage euch vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank für die Kommentare. Vielen Dank für die Bits. Und bis zum nächsten Mal. Ne? Macht's gut. Macht euch noch ein schönes Wochenende. Ciao.